Danke für die Begrüßung. Wie gesagt, mein Name ist Dr. Kunkel, aber ich bin in der Sportwissenschaft und da machen wir auch ganz viel Sport und es ist ganz komisch, sich im Sport zu siezen, deswegen duzen wir uns im Sport. Ist es okay, wenn ich euch auch duze? Ja? Und dann duzt ihr mich auch? Mein Name ist Jule. Und wie gesagt, im Sport müssen wir erstmal anfangen, uns zu bewegen, dass wir überhaupt erstmal unseren Kreislauf in Schwung bringen. Ihr könnt die Stühle zurückklappen, steht alle auf und wir machen dazu ein bisschen Musik. Okay, Achtung, ihr macht einfach mal das nach, was ich mache, okay? Knie anheben, kriegen wir hin. Achtung, die Arme kommen gleich dazu. Die Arme diagonal. Oh, 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 geht das? Diagonal. Achtung, Hände wieder hoch und die Füße gehen nach hinten. Pass auf, dass du... Habt ihr genug Platz? Ja, ne? Achtung, Hände berühren hinten, diagonal den Fuß. Diagonal, andere Hand, diagonal. Und wieder vorne, diagonal. Ich komme mal zu euch hier rüber. Und wieder hinten, diagonal. Oh, 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 geht das? Und vorne, diagonal. Was macht ihr hier drüben? Hinten, diagonal. Was machen die Arme? Alle nochmal mit Armen, vorne. Achtung, hinten. Vorne. Ah, hinten. Letzte Runde, einmal vorne und hinten. Und vorne und hinten. Okay. Okay, Arme einmal locker lassen. Okay, mal gucken, wie es mit der Koordination klappt. Könnt ihr euch auf den Kopf klopfen? Und jetzt dazu auf den Bauch reiben. Und jetzt die Richtung vom Reiben ändern. Andersrum reiben. Achtung, andere Hand. Oben klopft, unten reibt. Richtung von der Hand wechseln. Das sieht super aus. Okay, und alle nochmal Hände hochstrecken, ganz lang machen, auf die Zehenspitzen kommen. Oh, mit den Händen wackeln. Okay, super. Musik kann wieder aus. Okay. Super. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch wieder setzen. Wer stehen bleiben will, kann gerne weiter nach hinten gehen, vielleicht stehen bleiben. Okay, wir machen ein Zeichen aus. Wenn ich so mache, macht ihr auch so. Und es funktioniert aber nur mit geschlossenem Mund. Okay? Wollen wir es mal ausprobieren? Okay. Das heißt, es kann sein, dass ich das zwischendurch mal mache und damit es wieder ruhig wird. So, ich habe für euch eine kleine Präsentation mitgebracht. Es geht um... gesund sein, fit sein, bewegen und das Ganze muss natürlich auch cool sein. Dafür wollen wir erstmal drüber sprechen, was Bewegung ist, was da so passiert. Und ich habe mir ein paar Spickzettel mitgebracht, auf die ich ab und zu mal gucken werde. Wieso sollen wir Menschen uns denn überhaupt bewegen? Soll ich mal am Mikrofon rumkommen? So, was meinst du? Damit unsere Knochen halt, damit sie halt nicht... Ich weiß es nicht mehr. Damit die Knochen gesund bleiben, ja. Vielleicht. Ja? Okay, was meinst du? Ah, pass auf. Damit die Knochen, damit das Herz nicht stehen bleibt. Damit das Herz nicht stehen bleibt, das ist wichtig, oder? Dass man fit bleibt. Dass man fit bleibt. Ich würde sagen, dass die Muskeln, wenn man die Muskeln nie bewegt, dann kann man es nie bewegen. Weil wenn sie nicht gebraucht werden, dann bauen sich die Muskeln ab. Genau. Okay, das ist ja schon ein paar Antworten. Ich erzähle euch noch ein paar andere Sachen. Guck mal, so haben wir uns entwickelt. Vom Affen zum aufrechtgehenden Menschen. Und jetzt können wir auch laufen.
oder rennen. Und es sind nicht viele Lebewesen, die sowas tun können. Und dafür ist unser Körper gemacht. Das heißt, wir haben über 360 Gelenke im Körper. Wir haben über 700 Skelettmuskeln. Wir können aufrecht stehen. Und wir müssen uns bewegen, damit unser Blut fließt, damit unsere Nervenzellen sich freuen, ich zeige euch mal, wir machen gleich danach noch einen kleinen Versuch, was noch passiert, wenn wir uns nicht bewegen. Aber generell, dass unser ganzer Körper gut versorgt wird, müssen wir uns bewegen. Dafür ist unser Körper gemacht. Also, was passiert denn, wenn wir uns nicht bewegen? So, stell uns mal vor, wie sieht es hier aus? Kennt es jemand? Sitzt jemand manchmal so von euch? So. Okay, was passiert denn, wenn ich jetzt so sitze? Also, dann kriegt man auch Rückenschmerzen, weil man so krumm da sitzt. Und im Fernsehen kam mal, da saß ein Junge so oft wegen der Schule, dass er Rückengymnastik und so gebraucht hat. Okay, also im Rücken kann was passieren. Was passiert denn noch? So. Die Muskeln werden schwach. Die Muskeln werden schwach. Die Muskeln werden schwach. Was kann noch passieren? Da kriegt man Nackenschmerzen. Nackenschmerzen. Oder vielleicht so. In der Schwerlosigkeit, dann kann man auch in der Schwerlosigkeit im Weltraum, da kann man auch leichter krank werden, eben weil. Leichter krank werden, ja. Weil in der Schwerlosigkeit, da will der Körper eben die Muskeln abschalten. Super. Boah, ihr wisst ja eigentlich schon alles. Ich muss euch ja gar nicht mehr so viel erzählen. Genau, also im Rücken haben wir ja die Wirbelsäule. Das sind ganz viele Knochen. Dazwischen sind Bandscheiben, die halten das Ganze schön beweglich, dass du springen kannst und dich bewegen kannst. Wenn wir so rund sitzen, die Muskeln dehnen sich, die Bandscheiben, da ist ganz viel Druck drauf. Und guck mal, was im Brustkorb passiert. Und was ist denn da drin? Das Herz. Und was ist noch drin? Die Lunge. Ich glaube, irgendjemand hat die Lunge gesagt. Ich wiederhole einfach mal die Lunge. Genau, und wenn ich so sitze, hat die Lunge ganz wenig Platz. Und die Lunge, die muss ja den Sauerstoff, den ich einatme, aufnehmen und dann pumpt das Herz das weiter. Und zum Beispiel pumpt es den Sauerstoff auch in den Kopf. Das heißt, wir können uns gar nicht mehr so gut konzentrieren, wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir sitzen und das Sauerstoff nicht mehr zum Kopf kommt. Außerdem, wenn ich so sitze, kann hier das Blut nicht mehr gut in die Beine fließen. Also was meint ihr, was ist besser, so zu sitzen oder so zu sitzen? So oder so? So? So sieht schöner aus, ne? Aber eigentlich ist es gesünder, so zu sitzen. Aber eigentlich ist es gesünder, gar nicht zu sitzen, sondern immer zwischendurch aufzustehen. Einmal alle aufstehen. Und wieder hinsetzen. Super, also hier habe ich noch ein Bild für euch, was passiert, wenn wir uns nicht bewegen. Und das sehen wir doch so oft, oder? Dass Leute so sitzen. Jetzt will ich von euch mal wissen, wie viel bewegen sich Kinder denn? Wie viel bewegen wir uns? Wo bewegen wir uns? Aber auch, wie viel und wo sitzen wir? Soll ich auch? Wir sitzen in der Schule. Ihr sitzt in der Schule? Ja, und beim Essen. Beim Essen? Und keine Ahnung, wenn wir in der Bahn sind oder so. Okay. Oder hier im Audi, Max. Ja, bei mir steht ihr wenigstens auf mal zwischendurch. Und wo bewegt ihr euch denn? Oh, das ist gar nicht an. Jetzt ist es. Wenn man draußen spazieren geht. Draußen spazieren? Wo bewegst du dich? Wenn man irgendwelchen Sport macht, zum Beispiel Handball oder Fußball. Okay. Noch jemand?
Wenn wir in der Schulstunde. Was war das? In der Sportstunde. In der Sportstunde? Wenn ich mit meinem Cousin und seinem Hund mit dem Ball spiele. Ball spielen? Okay. Und wo sitzt ihr noch? Noch ein Beispiel vom Sitzen? Auto? An meinem Schreibtisch zum Beispiel. Am Schreibtisch? Was war das eben noch? Im Auto. Im Auto, genau. Was meint ihr denn, wie viel wir sitzen oder wie viel wir uns bewegen? Bewegen wir uns genug? Bewegen Kinder sich genug in Deutschland? Im Audi, Max. Bewegen sich Kinder genug? Ja? Nein? Vielleicht? Ich zeig euch mal, was die Forscher rausgefunden haben, was meine Kollegen erforscht haben. Also, es gibt die Empfehlung, dass Kinder sich 90 Minuten am Tag, also anderthalb Stunden, so bewegen sollen, dass sie außer Puste kommen, außer Atem kommen und schwitzen. Okay, 90 Minuten, anderthalb Stunden am Tag. Das heißt, du kannst vielleicht zur Schule rennen, in der Pause spielen, nach der Schule spielen. Das ist ganz schnell zusammen. Es gibt auch Empfehlungen, die sind nur 60 Minuten am Tag, nur eine Stunde. Und das ist, wie viele Kinder das erreichen. Also ihr seht da, die vierjährigen Kinder, da sind das noch viel mehr. Und wenn die Kinder 10 Jahre alt sind, dann sind das nur von 100 Kindern, nur 17 Kinder, die sich genug bewegen, die sich eine Stunde am Tag bewegen. Hier seht ihr, wie viele Kinder im Freien spielen, Tage pro Woche. Bei den 4- bis 5-Jährigen und 6- bis 10-Jährigen. Oder aktiver Schulweg. Der Schulweg ist doch eine super Möglichkeit, um sich zu bewegen. Ihr könnt zum Beispiel mit dem Roller zur Schule fahren oder mit dem Fahrrad oder zur Schule laufen oder zu Fuß gehen. Oder Inline-Skates oder Skateboard. Gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und es gibt ganz viele Kinder, nämlich mehr als die Hälfte, die weniger als 2 Kilometer am Tag gehen. Das sind ganz viele Kinder. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wir Forscher und wir Kinder und alle Menschen müssen sich überlegen, wie können wir uns denn mehr bewegen? Was habt ihr denn für Ideen? Wo könnten wir uns mehr bewegen? Auf der Wiese. Was war das? Auf der Wiese. Auf der Wiese. Okay, wo können wir uns noch mehr bewegen? Auf dem Fußballplatz, beim Fußballspielen. Beim Fußballspielen, ja. Wenn wir anderen Sport treiben, bei anderem Sport. Wenn wir anderen Sport treiben. Wenn die anderen Sport treiben, okay. Aber müssen wir immer Sport machen? Okay, wie wäre es denn, wenn wir anstatt das Auto zu nehmen, einfach zu Fuß wohin gehen oder mit dem Fahrrad wohin fahren? Statt Aufzug zu nehmen, die Treppe laufen. Statt Rolltreppe fahren, die Treppe laufen. Super. Guck mal, das ist ein Foto von mir. Ich habe mir einen Stehtisch gebastelt. Ich habe mir Holzkisten übereinander gestellt, dann habe ich da meinen Computer draufgestellt und dann stehe ich im Arbeiten. Das hat mich nur vielleicht 10 Euro gekostet, diese Kisten. Und ich kann stehen, manchmal hole ich mir einen Hocker und setze mich, dann stelle ich mich wieder hin. Okay, also wir müssen überlegen, wie können wir aufhören, so viel zu sitzen und uns mehr bewegen in allen möglichen Situationen. Und nachdem wir jetzt das Thema Bewegung geklärt haben, würde ich sagen, es ist Zeit, sich wieder ein bisschen zu bewegen. Wir brauchen dafür aber etwas Musik wieder, oder? Alle nochmal aufstehen. Beim Sport muss man ganz viel Sport machen. Also klapp deinen Stuhl hoch. Ich höre die Musik noch nicht. Da ist die Musik.
Okay, Achtung. Wir haben von der Wirbelsäule geredet. Wir machen jetzt mal was mit der Wirbelsäule. Stell dir vor, auf deinem Kopf ist ein Stift. Okay? Und mit dem Stift schreibst du jetzt deinen Namen an die Decke. Okay? Dein Vornamen. Und kannst du auch deinen Nachnamen schreiben an die Decke? Okay, ist jeder fertig? Okay. Stell dich mal ganz stabil hin. Und jetzt stell dir vor, an der Hüfte hast du einen Gürtel und da hängt auch ein Stift dran. Und mit dem Stift versuchst du jetzt deinen Namen auf den Boden zu schreiben. Vornamen und dein Nachnamen. Jeder fertig geworden? Super. Also ihr habt gesehen, wir haben uns jetzt Tanz Musik wieder ausmachen. Wir haben hier mit dem Kopf geschrieben, da haben wir unsere obere Wirbelsäule bewegt und wir haben mit der Hüfte geschrieben und da haben wir die untere Wirbelsäule bewegt. Super. Hat die Wirbelsäule ein bisschen verschnaufen können? Wir können uns nochmal eine Runde setzen. Als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, habe ich gemerkt, Moment mal, eigentlich ist doch noch mehr als Bewegung gesund. Da gibt es doch auch noch andere Sachen. Was hält uns denn noch gesund, dass wir unseren Körper so gut im Balance halten können? Was meint ihr noch? Was habt ihr noch Ideen, was man noch machen kann, um gesund zu sein? Wir können mehr Gemüse essen. Mehr Gemüse essen, das ist ein toller Vorschlag. Gute Luft haben. Gute Luft, genau. Yoga gute Ernährung. Was war das? Das waren jetzt zwei gleichzeitig. Yoga machen. Yoga machen, super. Gute Ernährung. Gute Ernährung, genauso wie viel Gemüse. Was ist denn noch ganz wichtig für Kinder? Wasser trinken. Wasser trinken ist super. Viel schlafen. Schlafen. Ihr wisst ja echt schon alles. Okay, könnt die Meldung wieder runternehmen. Ich erzähle euch noch was. Viel Gemüse essen natürlich. Viel natürliche Sachen essen. Nicht so künstlich hergestellte Sachen, sondern natürliche Sachen wie Gemüse, Nüsse, Körner, Samen. Sprossen, Obst und so weiter. Natürlich viel Wasser trinken, schlafen. Aber auch Zeit mit Freunden verbringen macht uns gesund. Zeit mit Freunden verbringen. Lachen macht uns gesund. Wenn wir zum Beispiel schlecht drauf sind und lächeln, bekommt der Kopf die gleichen Signale, dass wir glücklich sind. Auch wenn wir vielleicht gar nicht so glücklich sind. Aber Lächeln hilft oft schon. Draußen in der Natur sein, neue Sachen ausprobieren und natürlich auch, aber das kommt für euch noch nicht in Frage, nicht rauchen, nicht zu viel Alkohol trinken und so weiter. Aber das macht ihr ja noch nicht zum Glück. So, wie können wir anderen jetzt helfen, einen gesünderen Lebensstil zu leben? Wir wissen ja schon, was wir besser machen können, aber wie können wir anderen dabei helfen? Müssen wir erstmal begreifen, warum verhalten wir uns so? Okay. Warum sitzen wir so viel vorm Computer? Danach bitte auch still bleiben, nachdem wir es gemacht haben. Warum sitzen wir so viel am Computer? Warum essen wir Chips? Warum gucken wir Fernsehen? Warum sitzen wir in der Schule? Warum bewegen wir uns so wenig in der Schule? Oder warum gehen wir vielleicht
zu Fastfood-Restaurants, die eigentlich gar kein gesundes Essen für uns machen. Vielleicht, weil die Verführung so groß ist, wenn man sowas sieht. Die Verführung ist groß? Wenn man vor dem Computer sitzt, arbeitet man manchmal auch. Manchmal arbeitet man, manchmal müssen wir am Computer sitzen, genau, zum Beispiel, wenn man eine Doktorarbeit schreibt. Man wird süchtig. Was? Man wird süchtig. Man wird süchtig. Nach was wird man denn süchtig? Manchmal sogar nach Alkohol oder nach Tabak so. Nach Alkohol wird man so süchtig? Wisst ihr, dass man auch nach Computerspielen süchtig werden kann? Ja. Wisst ihr, dass man auch nach Zucker süchtig werden kann? Ja. Okay, warum machen wir das denn noch? Man braucht keine heiße Luft, sondern kältere Luft ist besser als heiße Luft. Das habe ich nicht verstanden. Kältere Luft ist besser als heiße Luft. Aha, auch interessant. Warum machen wir, was gibt es noch andere Gründe, warum wir uns so verhalten? Warum wir zum Beispiel Auto fahren? Weil wir müssen manchmal irgendwo hingehen und man nimmt das Auto. Ja. Also, ich erzähle euch noch was dazu. Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten 50 Jahren, und es ist gar nicht so lange, weil uns gibt es schon seit Tausenden von Jahren, gibt es uns Menschen. Und wir haben uns immer bewegt und wir haben uns immer natürlich ernährt. Aber in den letzten 50 Jahren ungefähr haben wir uns so weit entwickelt, angeblich entwickelt, dass wir immer weniger uns bewegen müssen, dass wir uns immer weniger gesund ernähren müssen. Es ist viel einfacher, mal durch einen Drive-Thru zu fahren und Fast-Food zu essen. Und wir sind so bequem, wir Menschen. Und es gibt aber noch was anderes, was uns sehr stark beeinflusst. Und das möchte ich euch mal gerade hier auf dem Monitor zeigen. Achtung, seid ihr bereit? Ich mal euch mal ein paar Symbole und ihr sagt mir, ob ihr die kennt. Kennt ihr das hier? Ups. Kennt ihr das hier? Kennt ihr das hier? Was gibt es denn noch für Beispiele? Ich kann so schlecht malen. Kennt ihr das hier? Aber ihr fahrt doch noch gar kein Auto. Warum kennt ihr denn Mercedes-Benz, wenn ihr noch gar kein Auto fahrt? Genau, diese Marken, diese Firmen, die haben ganz viel Geld und die machen ganz viel Werbung und wir erkennen diese Symbole und wir verknüpfen damit bestimmte Dinge. Zum Beispiel mit dem Mercedes verknüpfen wir ein Auto. Vielleicht ist es ein Auto, was besonders teuer ist, was besonders sicher ist und so weiter. Das ist das Image von einer Marke. Und sogar Kinder, sogar 2- oder 3-jährige Kinder können sowas wie Zigarettenmarken erkennen. Das wurde untersucht. Ist es nicht erschreckend, dass Kinder schon Zigarettenmarken kennen, auch wenn sie noch gar nicht rauchen? Aber Marken können unser Verhalten beeinflussen. Zum Beispiel, ob wir das gut finden oder ob wir das schlecht finden. Ob das okay ist oder ob das nicht okay ist, das zu konsumieren. Ich muss die mal ganz schnell wegradieren, diese Marken, okay? Vor allem diese Marke müssen wir ganz schnell wegmachen, aber die anderen machen wir auch weg. Nike lassen wir? Okay.
Also, das heißt, wir können Interventionen machen. Interventionen heißt, ich gehe zum Beispiel in eine Schule und mache mit Kindern ein Programm, dass sie sich mehr bewegen oder ihnen erzähle, wie man sich besser ernährt. Oder Städte können Interventionen umsetzen oder wir können es auch in Familien machen. Ich habe euch jetzt erzählt, wie Marken funktionieren. Kennt ihr den Begriff Marketing? Ja? Kennt ihr den Begriff Werbung? Okay. Hinter Marketing verbergen sich ein paar Ps. Also es gibt ein Produkt, zum Beispiel ein Auto. Dann gibt es einen Preis. Ich sage, das Auto kostet 50.000 Euro. Das ist der Wert. Dann mache ich Werbung für dieses Auto und dann überlege ich, wo kann ich dieses Auto denn verkaufen? Wo sind denn die Leute, die dieses Auto kaufen und, oder wo sind die Leute, die ich mit der Werbung erreichen kann? Zum Beispiel Adidas. Kennt ihr Adidas? Adidas bringt zum Beispiel einen Fußballschuh raus und dann sagt er sich, der Fußballschuh kostet 100 Euro. Und wo mache ich Werbung? Ich mache Werbung dafür, zum Beispiel auf einer Bande im Fußballstadion. Weil im Fußballstadion sind Fußballfans und Fußballspieler und die sehen das dann. Warum können wir nicht das Gleiche machen für einen gesunden Lebensstil? Werbung. Da kommt noch ein P dazu und das P ist Politik. Es ist viel hilfreicher, wenn wir mit der Politik zusammenarbeiten. Zum Beispiel kann die Politik ja auch sein, die Schulleitung an eurer Schule. Und die sagt, okay, wir machen gemeinsam ein Bewegungsprogramm. Oder die Politik kann die Politiker sein in Deutschland, die sagen, okay, wir machen es einfacher, Fahrrad zu fahren. Wir bauen gute Fahrradwege für euch. Und das habe ich in meiner Promotion gemacht. Und das Gleiche will ich jetzt mit euch versuchen. Okay. Kann ich 10 freiwillige Kinder haben? Okay, du? Kommst du raus? Du? Kommst du raus? Du auch? Kommst du raus? Du auch? Ja. Könnt ihr vorne drüber klettern? Kommst du? Mal gucken, ob 10 überhaupt reichen. Du noch? Ich muss noch von hier drüben jemanden nehmen. Du? Ja, kommst du raus? Du? Haben wir jetzt schon 10? Du noch? Und du? So, wie viele habe ich denn jetzt schon ausgesucht? Ah, da kommt er schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Noch du? Okay, mal gucken, ob die 10 Kinder reichen. Vielleicht brauchen wir auch noch mehr. Okay. Alle anderen dürfen jetzt aufstehen. Damit ihr auch was seht. Okay. Könnt ihr euch so ein bisschen weiter nach hinten stellen? Noch weiter nach hinten, hinter den Tisch am besten hier. Okay. Ich will jetzt mit euch einen Markennamen bauen. Okay, So, wir machen hier noch ein bisschen mehr Platz. Ich radiere mal das Nike weg. Okay, es geht darum, eine soziale Marke zu bauen. Kennt ihr andere soziale Marken, die für was Gutes einstehen? Zum Beispiel? Ups. Wisst ihr, was WWF ist? Ich kann den Panda nicht malen, aber wisst ihr, was WWF ist? WWF? WWF beschützt wilde Tiere. World Wildlife Foundation heißt die. Kennt ihr noch eine soziale Marke? Ihr wisst ja echt super Bescheid.
Kennt ihr eine soziale Marke für Menschen? Also Greenpeace ist für die Umwelt, WWF ist für Tiere. Was ist denn eine Marke für einen gesunden Menschen? UNICEF. UNICEF ist eine Marke, genau. Was noch? Doch nicht. Eine Kirche. Kennt ihr eine deutsche Marke? Notinsel. Eine Notinsel-Aufnahme. Ist nicht verstanden. Nochmal laut. Eine Obdachlosenaufnahme. Eine Obdachlosenaufnahme, genau. Aber da fällt mir jetzt keine Marke ein, die ich jetzt hier malen kann. Aber Greenpeace, WWF und UNICEF sind schon super Beispiele. Ich glaube, die reichen auch. Ihr könnt die Meldung wieder runternehmen. Es gibt in Deutschland, gibt es auch eine Kampagne, die heißt In Form, so wird es geschrieben. Das ist eine Kampagne zum Beispiel für mehr Sport treiben, kennen aber ganz wenige. Es gibt auch die Kampagne 5 am Tag, das heißt, dass du 5 Portionen Gemüse oder Obst am Tag essen solltest. Eigentlich sollte das sogar mehr sein, aber 5 am Tag ist so das Mindeste. Aber das sind Kampagnen, guck mal, WWF oder Greenpeace oder Mercedes oder McDonald's sind Marken, die kennen wir weltweit. Und die haben so viel Geld, um Marketing zu machen und uns zu beeinflussen. Aber wir haben keine Marke für einfach nur einen gesunden, aktiven Lebensstil. So, wie könnte die Marke denn heißen? Einfach ein paar Ideen. Was habt ihr für Ideen für Marken? Wie kriege ich hier eine Aktivität. Aktivität? Was noch? Ja? Aktiv Mensch kam hier. Für alle Sport. Für alle Sport. Gesundes Leben. Könnt ihr das lesen? Ich habe so eine schlechte Schrift. Was war das da oben noch? Gesundes Leben. Ah, die gibt es ja schon. Gesundes Leben. Gesundes Leben? Weltweite Flüchtlingshilfe. Weltweite Flüchtlingshilfe. Weltweite Flüchtlingshilfe. Aber wir wollen ja was für einen gesunden, aktiven Lebensstil. Für Flüchtlinge ist auch wichtig, aber heute geht es um Bewegung und um Gesundsein. Bewegung plus. Was war das? Bewegung plus. Bewegung los? Lust? Soll ich sagen jetzt? Nein, nur 3. Okay, bei Marken ist es ganz oft so, dass es besser ist, wenn die kurz sind. Habt ihr noch einen kurzen Markennamen? Hast du einen kurzen? Nein. Was ist deine Aktivität? Kannst du nochmal? Ja, wir haben ja schon. 90 Minuten. Hast du 90 Minuten. Sag das nochmal. 90 Minuten. 90 Minuten, oh, das ist eine super Idee. 90 Minuten, weil wir wissen ja alle, dass man sich 90 Minuten bewegen soll. G-U-S. Das sieht da oben, siehst du es. Was war das? G-U-S. G-U-S. Gesund und sportlich. Gesund und sportlich. Okay. Noch ein Vorschlag. Sport plus. Sport plus. So. Achtung, jetzt seid ihr dran. Bitte einmal alle setzen. Okay. Klappt mal eure Tische runter. Könnt ihr auf denen gut trommeln? Okay. Wenn ich so mache, ist genug, okay?
Also, wer ist für 90 Minuten? Trommeln? Okay. Wer ist für Aktivität? Trommeln? Okay. Wer ist für Aktivmensch? Okay. Wer ist für Bewegungslust? Okay. Wer ist für GUS? Oh. Okay. Wer ist für gesundes Leben? Aha. Wer ist für alle Sport? Okay. Und Sport Plus? Oh. Was meint ihr, Sport Plus oder GUS? Was hatte mehr? Okay, wir machen ein Stechen, okay? Wir machen ein Stechen, Achtung. Wer ist für GUS? Wer ist für Sport Plus? Okay. Das war, glaube ich, sehr eindeutig. So, dann wollen wir versuchen, ihr könnt gerne wieder aufstehen, wir wollen ja nicht so lange sitzen, ne? Jetzt wollen wir versuchen, mit den Kindern das Wort Sport Plus auf den Boden zu legen, okay? Als Wort, okay? So, wer macht das S? Wir brauchen zwei, glaube ich, für ein S. Okay? Kommt ihr zwei? Wie machen wir das? Wie legen wir denn das S? Am besten, wir schreiben das von hier nach da. Kommt mal hierher. Krabbeln ist super. So, wie legen wir jetzt das S? Ihr müsst zwei Rundungen machen. Wir haben eine Rundung und wir haben noch eine Rundung. Du bist unten die Rundung und du bist oben die Rundung. Kannst dich einfach, wenn du dich auf die Seite legst, dann kannst du dich... Kann man ein S erkennen? Leg dich mal auf die Seite, dann kannst du dich so hinlegen, okay? Okay, ist es ein S? Okay, dann macht ihr drei ein P. Ja. Zwei müssen das. Ne, wir können ja, die zwei kleineren können einen Strich machen und du machst dann das Runde oben vom P. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. So, die Beine und oben die Arme. Okay, kannst du die Beine ein bisschen durchstrecken? Sieht man das, dass es ein SP ist? Was müssen die anders machen? Dann machst, oder du machst hier das P und die Rundung, dass du so liegst und dann hier noch das Runde machst. Das S und das P weiter auseinander. Okay, dann komm mal ein Stückchen weg. Versuch du mal den oberen Teil von dem P zu machen, ob du das hinbekommst. Dann komm du mal hier zur Seite, dann machst du das O mit. Ja. Magst du dich noch unten als Verlängerung dranlegen? Ist es jetzt ein P? Wollt ihr von da drüben ein bisschen weiter rüberkommen, dass ihr was seht? Kommt ruhig rüber. Hier ist so viel Platz. Okay. Legst du dich schon mal hin fürs O? Mensch, wird es voll hier. Aber das ist noch kein P. Na, sie versucht da oben mit den Armen das P zu machen. Okay, jetzt brauchen wir noch, wie viel Kinder brauchen wir für das O? Vier? Zwei. Okay, dann mach du noch dazu. Ja, ihr macht so schwierige Buchstaben, ein P, wie soll man denn mit Kindern ein P legen? Okay, bist du bereit fürs O? Macht ihr zwei einen Kreis zusammen? Ihr könnt euch an den Füßen und Händen festhalten. Du musst dich schon zu ihr drehen, damit ihr einen Kreis hinbekommt. Zwei Halbkreise. Bitte?
Okay. Seht ihr das von da drüben? Dann kommt doch näher ran. Kommt doch raus aus den Reihen. So, jetzt legt ihr euch hin für das R. Könnt ihr hier den Strich, einer legt den Strich vom R. Legst du dich hin für den Strich vom R? Okay, die Buchstaben werden immer kleiner. Dann legen wir hier noch eine Person hin fürs R. Kannst du dich noch unten dran legen? Geht nochmal ein Stück zurück, dass wir sehen können. Legst du dich hier noch ran für das R? Aber jetzt sehen die da nicht. Du, ja. So, jetzt brauchen wir unten einen Schrägstrich fürs R. Okay, kannst du dich da hinlegen? Okay, alle, die jetzt nach vorne gekommen sind, einen großen Schritt zurück machen. Einen großen Schritt zurück machen, dass ich noch was sehe. Und jetzt brauchen wir hier oben noch eine Rundung. Ja, leg dich mal dahin. Und jetzt noch das. Achtung, leg dich mal auf die Seite und dein Fuß hier, deine Füße dahin und die Hände dahin. Doch. Okay. Psst. Könnt ihr jetzt alle 5 große Schritte nach hinten gehen, weil hier muss noch ein T und noch ein Plus hin. 1, 2. Du kannst dich jetzt gleich hinlegen fürs T. Okay? Legst du dich hin fürs T? Okay, wir brauchen noch jemanden für den langen Strich vom T. Wer war noch dabei? Wer macht oben das Strich vom, den Strich vom T? Willst du dich hinlegen? Ja? Okay, Achtung, kann ich dich ein bisschen ziehen? So. Ist es ein T? Gebt euch mal Mühe, dass ihr ganz gerade legt. Guck mal, da hört das R auf und wir sind viel zu weit oben. Ihr seid zu groß. Okay, dann roll dich noch mal ein bisschen rüber in die Richtung. In die Richtung. Achtung. Ach, ein Glück haben wir nicht das Wort Aktivität genommen, oder? So, und jetzt brauchen wir noch 4 Kinder fürs Plus. Na, wir machen ein ganz großes Plus. Machen wir 1, 2, 3, 4. Achtung. Alle anderen bitte 5 Schritte zurückgehen. Könnt ihr mal nach hinten auf die Treppenstufen gehen, dann könnt ihr nämlich nach unten gucken und gucken, ob ihr es lesen könnt. So, und die 4, die legen jetzt hier ein ganz großes Plus hin. Die 4, die ich gerade ausgesucht habe, bitte hier ein großes Plus hinlegen. Ihr wisst doch, wie ein Plus aussieht, oder? Die, von denen ich eben die Finger berührt habe. Also das ist bei mir noch kein Plus. Geht mal noch weiter runter. Guck mal, wir sind hier viel zu weit oben. So, was sagt ihr von da oben? Kann man das lesen? Achtung, könnt ihr 4 vom Plus? Kann das Plus? Hallo Plus? Hallo Plus, alle vom Plus? Könnt ihr euch bitte in diese Richtung bewegen? Nochmal 1 Meter in die Richtung. Die anderen brauchen noch mehr Platz, sonst können wir das nicht erkennen. Die sehen aus wie ein Kinderhaufen. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ihr könnt noch 1 Meter, glaube ich. So, wo ist das T? Das T kann ich nicht sehen. Komm, nochmal ein Stück mit. Ja, deine Mutter wird sich freuen über die Wäsche. Ja, kannst du den oberen Strich machen und du machst noch einen Teil vom unteren Strich, dann haben wir ein bisschen einen größeren Teil. Ja, du musst dich aber an ihre Füße legen, ne? Sonst liegt es so schräg. Das geht schon. Leg dich mit dem Kopf zwischen ihre Füße am besten. Kann man das T erkennen? Könnt ihr das T erkennen? Ja. Könnt ihr hier ein R erkennen? Geht mal ein Stück nach vorne. Achtung.
Komm noch ein Stückchen hier ran. Komm noch ein Stück ran. Bring noch ein Stück deine Hüfte nach vorne. Kann man hier das Ohr sehen? Ist es ein gutes P? Brauchen wir hier noch ein Kind für diese Rundung? Okay, ich brauche ein kleines Kind, noch ein kleines Kind für die Rundung. Wer ist denn klein? Okay, kommst du raus? Bist du klein genug? Geht's noch? Kommst du? Genau, bleibst du mal liegen. Und jetzt seid ihr ein ganz langer, gerader Strich. Geht mal ein Stück in die Richtung. Okay, kannst du hier oben eine Rundung machen? Füße zu ihren Knien und Hände auf ihre Schulter? So, dass du ganz rund liegst. Ist es jetzt ein P? Ist es ein S? Wie sieht's aus? Einmal trommeln, wenn ihr es gut findet. Okay. Ich würde sagen, wenn wir die Marke entwickeln, können wir noch mal ein paar Grafikdesigner fragen, ob die uns helfen können, auch noch was zu machen. Aber das ist doch schon mal ein guter Anfang. Wir haben Namen, wir haben Motto, Namen, wir haben ein Logo. Ich bedanke mich für eure Mitarbeit, für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bewegt euch viel.